Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei S19 hier auf der Karte. Na, wie heißt sie denn? Obergräber natürlich. So, ich hole den letzten Rest schnell noch raus, bevor ich dann drüben weiterfahre mit dem Traktor Richtung Feld. Das war dann mal die Güllespritze testen. Na, haben wir ja noch nicht probiert. Finanziell sieht es aktuell zwar scheinbar gut aus, ist es aber nicht, wenn wir brauchen 400.000 für unsere, ja, umgestaltete Kartoffelhalle, sag ich mal. Aber kriegt den Rest geht doch noch hier drauf, oder? Die wir jetzt auch näher haben. Also ich habe schon ein bisschen geschaufelt. Das tun wir auch noch näher machen. Und dann ist es wahrscheinlich fast schon schlau, dass wir Mais aufs nächste Feld bringen. Oder auf die anderen, wenn die Kartoffelernte durch ist. Dass es dann hier weitergeht, ne? Nochmal dickes Mann drauf. Och, Mann, ey. Alle drängeln hier rum. Hat einen vollen Korntank. Ach, das ist ja auf den, ja, Lohnunternehmerfeld unterwegs. Und den müssen wir natürlich gleich abtanken. Vielleicht noch einen Zeitbonus bekommen. Ich muss mal gucken, wo ich das Zeug überhaupt hinbringen soll. Das habe ich eigentlich auch fast alle Traktoren im Einsatz. Okay. Wieso geht das nie? Jetzt habe ich alles. Ich habe noch fast einen Zinken hier krumm gemacht. Verdammt. Und somit ist das Silo der BGA leer. Das ist natürlich echt schlecht. Das darf eigentlich nicht passieren. Weil das ja so richtig gut Kohle bringt. Ja. Das jetzt mit dem Abtanken und Co. Müssen wir wieder starten hier. Das sind ja auch gleich so weit. Gut, den hätte ich jetzt noch. Könnte ich gerade nochmal umbauen, die Pflegebereifung. Dass der sonst abtankt, aber der ist mir auch nicht zu langsam. Könnt ihr nicht auch machen, bevor ich dann da wieder alles umbaue. Ja, komm. Bauen wir hier die Reifen um und dann tankt ihr da erstmal ab. Düngen machen wir jetzt ja dann eh mit den Gärresten, ne? Und dann nehmen wir gleich den Fendt noch, um bei den Schafen die Wolle wegzupacken. Denn die produzieren nichts mehr, weil kein Platz. Also, flugst du die Reifen umstecken? Was ein Stress, oder? Mann, Mann, Mann. Konfigurieren. Wir hätten gerne die anderen Reifen Standard, genau. Kostet nichts, das tut dem Konto gut. Mein Anhänger ist hier auf der Seite, ne? Jupp. So.
Und zu Feld 3 ist das, glaube ich. Wo fahre ich denn hier? Ja, ich weiß, die Schafe kommen ja gleich, Mann. Schön geblinkt und so. Da sieht man schon. Da steht er dumm auf dem Feld rum und macht nichts mehr, der Drescher. Na gut, er blinkt. Auch ein schönes Feld, ne? War ja nicht unseres. Gut, dann muss das da stehen bleiben. So, die nehme ich mal mit. Ja, schon ganz schön zu kämpfen hier mit den 20.000 Litern. Ja, zumindest merkt man schon, dass man ein bisschen was hinterher zieht. Ich denke mal, da sind bei LS22 wahrscheinlich dann noch so ein bisschen interessanter werden, oder? Mit den Stärken, Zugkraft und so. Bin gespannt. So, da sind wir auch schon. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es mit der Breite aussieht. Eigentlich könnte das auch der John Deere gleich übernehmen. Der braucht also nur noch 2 Runden, oder? Ja, da muss ich nicht extra den Fendt jetzt holen und so. Machen wir es doch. Ich werde den mal hier lassen. Dann kann man mich direkt zu den Schafen. Ah, ich habe mal das Gewicht. Ne, hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das noch an der BGA liegt, und am Gewicht liegen. Das hätten wir gut mitnehmen können. Ja, Plan ist jetzt, Hanne kommt hier immer noch hin. Und dass wir ein bisschen betonieren und dann auch die Kartoffeln erstmal übergangsweise lagern, bevor die dann in die Hanne kommen. Als die Palettengabel. Ach, guck mal. Wie ist denn das passiert? Was da vorhin abgefallen ist. Beim Räder umbauen, ne? So. Schafe, wir kommen. Wie, Hauptsache erstmal weg. Doch so würde ich sie nehmen. Ob die Kollision ist auch. Die Kollision mal kurz raus. So, müsste auch nicht jetzt draußen sein. Jupp, das sieht gut aus. Gefahr ist immer, wenn du so ein bisschen komisch im Holz oder so drin bist, ne? Dass dann die ganze Plätze durch die Gegend fliegt. Ja, so wie jetzt. Das liegt aber auch daran,
dass wir die Zinken weiter zusammen machen müssen. Siehste, schon liegt es viel besser drauf. Die würde ich so auf dem Anhänger packen. Denn die Kohle können wir auch sehr gut gebrauchen. Das ist halt nur die Frage, da müsste ich da ein bisschen aufräumen. Hep. Aber warte mal, müssen wir die Spanngurte losmachen. So. Wieso ist denn jetzt die Kiste eigentlich hier oben drauf? Können wir da eigentlich... Huch, Vorsicht, Vorsicht, Eier. Die da reinschmeißen. Ja, klappt super. Also ich versuche die mal ein bisschen besser zu stapeln. So. Perfekt, wird der Laie sagen. Okay, hier, das läuft, ne? Einmal anschneiden. Also ich hoffe, dass es so hält, ich weiß es nicht. Und diese Kisten. Na, ich kann es immer noch nicht verkaufen, weil wir da noch Hühnerfutter drin haben. Könnte die jetzt hier nehmen und wir stellen sie direkt zum Verkauf. Warte mal. Geht das nicht? Dann ist der Kram mal weg. Ich brauche sie ja doch nicht mehr. Müsste ja auch nicht so funktionieren, ne? Jetzt versuche ich nochmal das Gewicht zu... Ich habe mich vorhin schon gewundert. Habe ja nichts anmerken lassen, ne? Man ist ja Profi. Da bin ich anscheinend übers Gewicht vorhin gefahren, ne? Geht nicht. Geht nicht. Dann schiebe ich die mal so davon. Das stimmt ja sonst nicht, wenn wir dann verkaufen wollen. Ich hab doch die... So. Ich würde sagen, müssen wir jetzt so rum, dass... Und dann kann ich das ankuppeln. Ist ein bisschen klein, aber Hauptsache ist erstmal weg. Und bringt ja bestimmt auch ein bisschen was, ne? So, pass auf, jetzt gucken wir mal. Die Kiste. Yes! Nee. Was kann ich da konfigurieren, bitte? Nix. Ja, verdammt. Okay. Geht nicht. Jetzt will ich noch die anderen Kisten da weg. Dass es gleich wieder Theater gibt.
müssen Hörn nehmen, lieber sonst streife ich durch den Anhänger. Ich habe mir so einen neuen Stuhl bestellt, damit der hier nicht mehr so rumknarzt im Video. Obwohl, es ist ganz selten, dass er mal knarzt, weil der ist so scheiße. Den Stuhl, den habe ich schon ewig. Der ist echt Asbach und den habe ich noch nicht mal gekauft. Den hat mir Kumpel mal geschenkt, weil er den scheiße fand und den wegschmeißen wollte. Seitdem habe ich den. Und ich warte aktuell auf meinen... ich habe jetzt von Logitech diesen Miller bestellt. Oder von Miller und Logitech diese Kooperationsding, ne? Weil schon eine Woche jetzt. Schon erst nach 3 Tagen kommt das Ding an, aber... Ja, Pustekuchen. Also ich bin auch mal gespannt, ob das überhaupt dann was ist für mich. Mir das dann so gefällt. Aber was ich ganz gut finde, du kannst den Stuhl ja halt auch wieder zurückschicken. Also kannst bei anderen auch, aber den musst du dann nicht zusammenbauen, weil der ist zusammengebaut. Und den kannst du dann auch so wieder in den Karton reinschieben, falls er jetzt nichts sein sollte. Also ich bin da echt mal gespannt. Ob ich dann leidensfreier meine Videos aufnehmen kann. Nicht nur wegen den Geknarzen, sondern manchmal habe ich hier auch mit diesem blöden Stuhl dann echt Rückenschmerzen. Und das ist nicht gut. Da macht das Aufnehmen auch keinen Spaß. Ne? Und da ich ja mehr machen möchte, dachte ich mir, hey, nach 20 Jahren darfst du dir auch mal einen leisten. So, warte mal. Geht von ab. Jetzt geht's wieder. Da wird doch schon ein Traktor dran hängen. Oh, jetzt werde ich nochmal festzurren. So, bevor wir dann den nächsten draufpacken. Jetzt werde ich wieder verschieben oder so, ne? Gut, wir sind erstmal durch. Viel zu tun. Viel geschafft haben wir nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Ich denke mal für die... Na, was wir mal bekommen für die Schafswolle, ich weiß es nicht. Eier noch dazu. Schweine können wir verkaufen, also wir sollten auf jeden Fall dann die Halle... Würde ich ganz gerne spätestens bis Sonntag haben wollen. Ne? Und wollen wir die Kartoffel hinterher doch loslegen können. Euch einen schönen Restabend, einen tollen Start ins Wochenende und wir sehen uns oder hören uns. Macht's gut, YouTube. Ciao.